Aber Sie glauben doch, dass er Gott ist. Das weiß ich. Ich habe mit dem Pizza ausgeliefert. Tja, das Thema ist einfach gut. Es werden viele verschiedene Bereiche angesprochen, die einfach bis zum Himmel stinken. Wie lange brauchen wir noch? Woche. Wie geht's da? Bin fertig. Muss endlich sagen, ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf, wie alle diese wirklich vielen verrückten Szenen, heißt ja nicht umsonst das verrückteste Ende der Welt, letztendlich dann wirklich umgesetzt werden. Tamara? Ja? Jetzt machen wir das Garlic und dass du sie direkt vor die Nase haltest. Steht auf der Tunnel. Nein, gehst am besten setzt ihn hin. Und jetzt haltest du sie hin. Ich mag so die Nicht-Mainstream-Filme. Oder Geschichten sowieso und deswegen. Das ist genau sowas, finde ich, und das gefällt mir. Bitte los. Ah, ihr seid sicher Lisa und Lara. Ihr habt da ja ein ganz, ganz tolles Video gedreht. Ich bin Mike und dieser Weihnachtsmann hier ist Steve. Ho, ho, ho. Okay, Kamera. Läuft. Ton. Läuft. Klappe. Bitte los. Wie viel ist dieser Mensch wert? Sie haben 20 Sekunden. Wir wollen die Antwort in der internationalen Währung. Wer näher dran ist, hat gewonnen. Du kannst das noch greifen, wenn du den Text hast. Ich habe das Drehbuch gelesen. Beim Lesen hatte ich starke, ich habe es eh schon gesagt, starke Assoziationen zum Leben des Brian beispielsweise. Vom Humor her, mir taugt es wahnsinnig. Also es ist einer meiner Lieblingsfilme und es trifft absolut meinen Humornerv. Und ich wollte schon immer mal bei so einem Projekt dabei sein, wo es jetzt nicht darum geht, ganz feine Story zu erzählen, sondern einfach mal den Humor sprechen zu lassen. Ich glaube, wir brauchen das Band zum, dass das uns haltet, ne? Das hat keinen Widerstand. Und es sind meistens interessante Projekte, genau wie das ein interessantes Projekt ist, weil es halt, sicher, es ist ein bisschen verrückt, ja, aber das mag man als Schauspieler eigentlich sehr gern. Es zeigt halt einfach Sachen auf, die einfach mit unserer Wirtschaft, mit unserem System, die halt einfach alle da sind und niemand tut was dagegen. Alle akzeptieren sie irgendwie, ja. Und das wird halt da in einer übertriebenen Art dargestellt, obwohl es in Wahrheit ja gar nicht so übertrieben ist. Es ist einfach nur grafischer, sage ich jetzt mal, ja, aber es ist... Leider gut, das ist die Welt quasi so. Und ich finde das cool, wenn man das aufzeigt. Hier liegt eine offenkundige Unterqualifikation vor. Ich kann das auch nicht. Hier liegt eine offenkundige Unterqualifikation vor. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,7% sind auch keine wirtschaftlichen Ressourcen vorhanden. Das fortgeschrittene Alter deutet auf körperliche Defekte hin. Berücksichtigen lässt sich nur ein potenzielles Arbeitspensum in einer Fertigungsfabrik. Ganz besonders gefällt mir drin die längere Sequenz mit dem Anwalt, weil ich einfach das immer öfters merke, auch im Kulturbereich leider Gottes bei uns, dass wir da auf amerikanische Verhältnisse zutriften, wo man einfach
wahrscheinlich in Zukunft keine Wurststellung mehr kaufen kann, ohne dass man einen Anwalt dabei hat. Und bitte los. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserer unverbindlichen Mediationsrunde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle Zeit gefunden haben. Die unsympathischen Rollen im Film sind ja meistens die interessanteren. Also ich bin jetzt nicht der geborene Held und Don Juan in den Filmen. Also ich bin mehr im Charakterfach zu Hause und komme ja mehr von der Bühne. Und dann gefällt einem das Fiese und Miese ganz gut. Und was ist mit meiner Existenzgrundlage? Stellen Sie zukünftig Ihr Budget vorher auf. Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten über Sponsoring, über Crowdfunding im Internet, bis hin zu staatlichen Förderungen. Ich brauche dieses Geld jetzt. Ich muss Miete bezahlen, Kreditraten abstottern, ich muss meine Familie ernähren. Sie haben mich verklagt. Was ich spannend finde, ist die Herangehensweise auf einer sehr humoristischen und satirischen Ebene an eine im Prinzip sehr ernste und, um nicht zu sagen, teilweise unappetitliche Materie. Weil das, glaube ich, der direkte Zugang ist, um da ein paar Leute zu erreichen. Also es klingt nach einem Mörderspaß mit einem ernsten, mit einem ja, durchaus ernsten und absolut aktuellen Hintergrund. Mein Konzert am heutigen Abend ist Lebenszeichen. Das wäre ein super Plakatfoto gewesen. Danke, Schnitt. Haben dich die letzten Wochen so fertig gemacht, Eva, dass du so viele graue Haare hast? Ja. Allein der Gedanke. Eselszene haben wir schon hinter uns, ne? Ja, Gott sei Dank. Sie werden auch langsam wieder. Frau Innenminister? Ja? Wie war's? Super. Ich bin ganz begeistert. Du bist so schnell fertig, du hast alle eineinhalb Stunden. Das ist ein totaler Profi. Vorweg gesagt, ne? Was? Vorweg gesagt. Ja, eben, und jetzt ist? Halbe. Ja, eben, ich denke mal, es ist so schnell gegangen, weil ich bin begeistert. Ist der heiß? Chaka, wie ist natürlich nicht heiß. Das ist ein neues Styling. Sweatflakes heißt das. Das sind ein Wasser. Also jedes Mal, wenn jemand eine Szene gedruckt wird und da drucken wir da drauf. Der Rest wird noch digital eingefügt. Also auch die Toffel. Danke. Habt ihr mich vermisst? Ich weiß, dass er nur Budgetproduktion ist, aber das ist nicht für mich so der Thema. Es ist für mich, was wir damit erzählen. Das ist interessant. Wir sind hier, um die Demokratie zu erhalten. Wir praktizieren sie nicht. Ich schreck dich an, du Sau! Kleines Otto. Ich finde die Geschichte einfach cool. Das spricht mich an und es klingt einfach Spaß. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man das machen sollte, finde ich. Weil es einem Spaß macht und weil man an die Geschichte glaubt und an das Projekt. Und natürlich ist es schön, wenn man bezahlt wird, aber es geht halt nicht immer. Und dann ist es halt schön, bei einem Projekt dabei zu sein, wo man sich denken kann, dass es cool wird. Und es hat mich schon sehr gereizt. Ich muss auch sagen, es hat mich auch die Rolle sehr gereizt. Also das gebe ich schon zu. Zuerst habe ich nicht genau gewusst, ob ich dem trauen kann, aber dann hast du mir das geschickt, den Text. Und das ist schon, ich finde das schön, weil es hat auch sowas Kritisches drunter liegen. Und das finde ich immer wichtig, dass nicht einfach nur, dass es quasi nicht nur ein Spaß ist, sondern dass da ein Message drunter liegt. Gut. Sind wir's? Bereit? Bereit. Kamera läuft, Ton. Läuft. Klappe. Zuerst einmal, thank you. Thank you, thank you für 120.000 Likes auf meiner Facebook-Fanpage. Erleben Sie mit, wie ich jetzt um 30 Jahre jünger werde. Das so jung wollen wir ja nicht.
Ticket rein oder kommen Sie rein? Kommen Sie rein! Adi! Kommen Sie rein! Moment. Achso. Ja. Aber was ist mit den Mandarinis? Wir müssen zurück. Mach dir keine Sorgen. Heute ist der internationale Tag der Mandarinis. Hä? Ja? Hallo. Du stellst die falschen Fragen. Alles ist ein großer Kreislauf. Und die Frage ist, wie und warum ein natürlicher Kreislauf zum monströsen Hamsterrad wird. Und dann stehen wir auf. Und das sollte in einer totalen Bringung sein. Wird der Text jetzt da noch? Also mal sitzen. Fisch. Komm ich nie mehr auf. Wie lange dauert denn das? So ein Dialog. So wirst du es nicht gehen, wirklich in die Knie. Das ist jetzt ein Knie auf dem Boden. Sonst stehen wir auf, Rainer? Oh ja, genau. Was? Sag einmal was Nettes zu Karin. Die Karin ist die Beste. Ja, vertrauenserweckend da. Ich probiere das, oder? Da geht's halt jetzt weiter. Andreas. Mit Mehl drehen und halten. Ton. Leib. Klappe. Wieder da. Aber er wird das Hamsterrad niemals vollständig implementieren. Okay. Kamera. Läuft. Klappe. Wie geht los? Weil mir alles scheißegal sind, denen alles scheißegal ist. Aber warum? Weil mir alles scheißegal sind, denen alles scheißegal ist. Da interessiert mich überhaupt nicht, was mit denen passiert. So wie bei den Dinosauriern. Andreas, darf ich das dann nach den Dreharbeiten behalten? Hallo. 60. Nur der gute Vito, mein Don, erbarmte sich meiner. Die größte Herausforderung, Pizzaschachtel zusammenbauen. 50 Stück brauchen wir. Wie kriegen wir 50 Pizzaschachteln? Auf dein Fahrrad. Auf dieses Fahrrad. Babys dort, wo der Pizzaman herkommt.